Vorbereitung, Fotografie für eine virtuelle Anprobe. Das Modell für die Fotos und die anschließende virtuelle Anprobe sollte aus einem nicht sehr opaken Material hergestellt werden, zum Beispiel aus Polyurethan. Damit wird sichergestellt, dass das Licht noch seitlich zum Teil auf die Zahnrestauration einfallen kann. Die Zahnstümpfe werden durch Kunststoff ersetzt, das die gleiche Zahnfarbe hat wie die Stümpfe die des Patienten. Es wird ein Vorwall, am besten aus einer transparenten Masse, gemacht. Stümpfe werden radiert und mit Konnektor benetzt. Die Restauration wird von innen isoliert und mit dem zahnfarbenen Material gefüllt. Anschließend wird die Restauration mit dem Vorwall auf das Modell gesetzt und das zahnfarbene Material ausgehärtet. Jetzt kann das Zahnfleisch auf dem Modell radiert werden. Die Restauration wird gegen Kunststoff isoliert und auf das Modell gesetzt. Das Zahnfleisch wird jetzt aus einem roten und transparenten Kunststoff Composite aufgebaut. Zahnfleisch aus Wachs funktioniert schlechter, da es weniger lichtdurchlässig ist. Verwenden Sie Try-In-Pasten, dem Befestigungsmaterial entsprechend, ist auch bei vielen Firmen erhältlich. Wie für die virtuelle Anprobe, so auch am Patienten. Keine Vaseline und kein Glyceringel. Nun können Fotos für die virtuelle Anprobe gemacht werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Restauration mit den Schneidekanten leicht nach hinten gekippt ist, so dass die Lichtreflexion von den Labialflächen nicht zurück in die Kamera geworfen werden. Verwenden Sie bei diesem Fotografieren auch die Zahnfleischmaske mit dem grauen Keil oder die Dragon Shade Card, so dass Sie nach dem Importieren der Bilder noch die Tonwertkorrektur vornehmen können. Diese sollten beim Fotografieren in einer Höhe mit der Restauration gehalten werden.